Hi, ich bin Miriam. Backspin und SpinUp präsentieren euch heute zusammen ein neues Produzentenformat. SpinUp ist ein digitaler Musikvertrieb, der NewcomerInnen hilft, ihre Musik auf Spotify, Apple Music, TikTok und so weiter zu bekommen. Außerdem gehört SpinUp zu Universal, das heißt, sie haben schon einige KünstlerInnen weitervermittelt. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Infobox. Viel Spaß! Ja, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, auch mit deinen ganzen Umzügen, weil du bist ja in L.A. geboren, hast aber auch in UK gewohnt. In Senegal hast du da nur Roots oder hast du da auch gewohnt? Ich habe da gewohnt. Okay. Insgesamt so 2-3 Jahre oder so. Einmal ein Jahr, einmal 2 Jahre. Aber ich verwirre das immer so mit den Jahren, weil ich halt so viel umgezogen bin. Ja. Zu meinem Dad. Er ist Jamaikaner, Amerikaner. Meine Mom ist German-English. Ja, ich bin in L.A. geboren, Venice Beach. Alles war gechillt. Mein Dad ist halt so, er hat so sehr starke Drogen genommen. Und dann hat sie meinen Stiefdad kennengelernt. Und der ist Senegalese. Er hatte halt den großen Plan, so in Senegal Haus zu bauen und so. Und dass wir in die Schule gehen und so. Und meine Mom fand es halt voll cool, weil in Amerika ist es halt voll scheiße, so wegen so zum Beispiel Sachen wie Krankenversicherung und so eine Scheiße, weißt du? Oh, da ist unser Essen. Danke. Ich habe mich nie so in einem Ort zu Hause gefühlt. Und ich habe immer so meine Freunde im Stich gelassen. Musste neue Freunde machen und so. Ja, dann sind wir nach England gezogen. Also angezählt, ich habe gestohlen, ich habe gekämpft, diese ganze Scheiße. Ich kannte die falschen Leute so. Die Leute, die ich jetzt kenne in England, mehrere von denen sind in Jail. So der Boy, mit dem ich jeden Tag gekämpft habe, so mein Enemy sozusagen, er wurde einfach gebustet, so in sein Auto mit so tonnenweise alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und dann noch ein anderer aus Somalia. Ich mochte ihn eigentlich ganz so übertrieben gerne. Jetzt sitzt er im Knast, weil er versucht hat, ein ISIS-Hub aufzubauen bei sich zu Hause. So, what the fuck? Und dann kam halt der große Moment, irgendwann mal nach so 3-4 Jahren. Ja, ich habe jetzt so die Hälfte des Geldes, um nach Senegal zu ziehen, um das zu finalisieren, um das wirklich zu machen. Heißt, wir sind von England nach Senegal gefahren, in einem Auto, für so eine Woche oder so. Bro, das war das Allerschlimmste, was ich jemals erlebt habe. Wir sind durch Frankreich, Marokko, alles mögliche so mit Boot auch noch, so mit einem Auto auf Boot und so. Und dann haben wir endlich in Senegal an. Und dann, da war ich halt so, I don't know, like 10 or 11, wo die halt wohnen. Das ist wirklich einfach. Ich rede jetzt nicht runter oder so, es klingt immer so, aber ein Drittwelt-Country. Und da haben die nicht so viel so. Da habe ich so angefangen zu trobbeln halt. Also auch als ich so 1 war oder so, habe ich auch so rumgetrommelt einfach. Aber da ist Trommeln so ein Riesenteil der Kultur. Da kommt auch der Djembe her, kennst du? Und diesen Talking Drum. Und da habe ich mich halt so todeshart mit Trommeln verliebt. Von Senegal sind wir da ein Jahr geblieben oder so. Und dann sind wir nach Deutschland gegangen. Wir sitzen im Flugzeug auf dem Weg nach England, aber ohne unseren Stiefvater. Ich war richtig verwirrt. Auf einmal kommen wir da an, meine Mama so, lasst eure Sachen gepackt, wir fliegen am nächsten Tag nach Deutschland so. Und dann erzählt sie mir halt so alles, ne? So, was mein Stiefvater gemacht hat, warum er das gemacht hat und da, 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 da. Und ich war so, oh mein Gott. Und ab dem Moment war so eine riesen Befreiung zwischen mir und meiner Mutter, so, weil wir halt so immer unter Angst gelebt haben, so unter ihm. Ja, Digga, und dann bin ich hier hingekommen, bin auf eine Dings-Schule gegangen, auf eine internationale Schule. Deswegen bin ich da so raus bei Deutschrap. Inwiefern spielt dann so das Zuhause oder so dieses klassische Bedroom-Producing für dich eine Rolle? Also
Ist es so ein Ort, an dem du dich dann besonders wohlfühlst, oder ist es vielleicht auch belastend, weil man ja ständig am selben Ort immer und immer wieder ist und das vielleicht nicht so gut trennen kann vom Rest? Zu Hause erstmal am liebsten, weil im Studio ist es immer kalt und keine Ahnung, hat nicht so dieses Wohlgefühl, man ist da zum Arbeiten meistens so. Und zu Hause, ich kann mich halt entscheiden, ich setze mich hin und ich starte was und wenn es mir nicht gefällt, sage ich Scheiß drauf und denke nicht, oh shit, ich habe nur 4 Stunden in diesem Studio, ich muss was erreichen. So dieses Druck, darauf kann ich einfach nicht arbeiten. Wollen wir einfach mal direkt mit Oludag Perhaps anfangen, dass du so ein bisschen erzählst, vielleicht mal von Anfang an die Entstehungsgeschichte überhaupt. Wie ist der Song überhaupt entstanden? Also, ich bin einen Morgen aufgewacht und war so, ja, heute will ich ein paar Beats machen, aber ich will nicht so normal Beats machen, wo ich einfach von vorne so anfange. Und ich wollte auch was samplen, hatte ich auch Bock drauf. Und ich wollte ein Beat über ein A Cappella machen. Das ist so, ich liebe das, weil man kriegt dann so eine Energie gleich direkt und man weiß so, worauf man gehen kann. Und dann habe ich halt ein paar XXXTentacion A Cappellas runtergeladen. I can up you, I can buck you, fuck around you, get more nigga bitches. I did it, soft bitch, I'm with it, I did it. Dann habe ich so, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist von YouTube irgendwo oder so. Und irgendwas Japanisches. Farewell heißt es. Ein Piano-Sample. Und ja. Okay. Und eigentlich so richtig sad. Und dann, wenn man das choppt. Und das, you know what that is. Ne, so manchmal geht es so leicht. Und dann hatte ich einfach den A Cappella laufen lassen. Dann hat es so gepasst. Dann fange ich auch immer erstmal mit Hi-Hats an. 2 Hats. Dritte. Clap. Dann eigentlich immer 808. Ich zeige auch das 808. Und dann Kick. Also. Ja, ich habe den Beat gemacht. Und dann hatten wir eine Show in München. Und wir waren, und ich meinte zu Kalle so, ich mix kurz diesen Remix, den ich gemacht habe. Und als ich den gemixt habe, hat er so aus meinen Kopfhörern den Beat gehört und war so, yo, kann ich kurz hören, was du da machst? Dann habe ich ihm das gezeigt und er war so, yo, eigentlich, ich würde gerne den Beat haben, so. Ja, dann sind wir so nach Hause gekommen. Ja, dann kam Kalle rum und hat aufgenommen. Also das sind so, der Projekt ist eigentlich ziemlich simpel. So ist eine Spur, wo er durchgeht, und eine Adlib-Spur. Ja. Und ich glaube so, the simpler it is, also ich bin auch Amerikaner so. Viele sagen, mein Sound ist American. Und wenn man so die American Beats auch hört, die sind auch eigentlich nur ganz simpel. Es sind immer so 3, 4 Elemente oder so. Weil ich finde es sehr wichtig, Platz zu lassen für den Rapper. Also als ich so zusammen recherchiert habe, was hast du so gehört und so, ich habe zum Beispiel dein altes Facebook gestalkt, da hast du so Sachen wie Soft Daddy geliked, 1-2 und so. Ja, ja, ja. Und, ich war ein Major Oldschool-Head. Genau, und dann auch voll viel so Selection-Sachen, also eigentlich die ganzen Sachen, die du so gehört hast, das sind jetzt gar nicht so die klassischen New Wave-Sachen, die man jetzt vermutet. Also es gibt auf jeden Fall in dieser Sparte voll wenige Menschen, die so diesen Old Shit so feiern wie du. Ja. Und deswegen finde ich das so spannend, wie du das zusammenbringst. Vor allem, weil auch Samples und so weiter gar nicht mehr unbedingt so das Ding sind und du das aber so vereinst. Ja, ja. Safe, weil ich feiere Sample übertrieben gerne. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Aber weil ich es halt so lange gemacht habe, kann ich es auch ein bisschen gut. Und deswegen, warum kann ich nicht, was ich schon gut kann, auf einen Trap-Beat packen? Weißt du? Das ist einfach nur ein neuer Rhythmus so. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe früher gerappt und so ein bisschen und gesungen und so.
Aber mein Problem mit Rappen ist, Rapper werden bei ihren Worten gehalten, so, weißt du? Mhm. So, wenn du was sagst als Rapper, dann that's it, weißt du? Mhm. Oh, du hast das gesagt. Das geht nicht so zurück irgendwie. Mhm. Und deswegen kann ich das nicht machen, so. Ich expresse mich lieber durch Sound als durch Dings. Aber ich weiß, wie es ist, ein Rapper zu sein, so, okay. Weil ich war mal ein Rapper, so. Ich habe ein bisschen gerappt und so. Deswegen wollte ich das auch nicht verlieren, so dieses Traum, irgendwie ein bisschen mehr im Vordergrund zu stehen, nur weil ich kein Rapper jetzt mehr bin, so. Mhm. Und ich habe gesehen, wie so Metro Boomin und so deren Sachen gemacht haben und Ronnie J auch mit Lil Pump und Smoke Purp. Und bei denen ist es auch so, man hört den Sound raus bei denen. Also Metro Boomin eher der Tag so, aber zum Beispiel bei Ronnie J auch der Tag. Aber die haben trotzdem so einen ganz bestimmten Sound. Was würdest du denn sagen? Hilft dir dieser Background, dass du selber auch mal gerappt hast, zum Beispiel im Studio mit Künstlern? Safe. Und ich bin dann ein bisschen so wie ein Therapeut. Weißt du, manchmal kommen Homies hierhin, die sind sauer mit ihren Freunden und wollen einfach einen Banger machen. So, ich verstehe das voll, dann mache ich denen einen harten Beat und let's go, let's do it, you know? Mhm. Und manchmal sind die dann auch so Hits und es ist like, wow. Einfach nur, weil man den Moment gefangen hat, weißt du? Ich schicke keine Beats. Das hassen alle Rapper an mich. Die sagen so, schick doch mal Beats. Ich so, nein, ich will das Lied zusammen machen, in dem Moment, so. Ich nehme auch kein Geld so von den Rappern, mit denen ich arbeite, weil mir ist es wichtiger, dass wir eine coole Beziehung haben. Aber ja, mir ist es wichtig, auf jeden Fall so ein bisschen eine Beziehung zu haben, weil meine Beats, wie du ja gerade gesehen hast, ist in the moment. It's like how I feel right now, you know? I guess I'm kind of lit right now, so I made kind of a lit beat, you know? And it's my feelings and emotions and I'm not just gonna sell that. Also ich kann es einfach nicht verkaufen. Ich kann für eine lange Zeit, haben meine Homies immer gesagt, als ich den Beats gezeigt habe, war immer so, ja, ist cool so, aber da fehlt was. Da fehlt was so. Und weil mir ging es auch eigentlich nur um so Emotionen rauslassen durch Beats machen und habe halt gar nicht so auf Mixing und auf Lautstärken und so geachtet. Ich wollte einfach nur, dass ich diese Vibrations bekomme sozusagen. Das ahnt man jetzt nicht so easy, wie es sich anfühlt, wenn Leute dir sagen, deine Beats sind cool, aber da fehlt was. Und du denkst, es ist so richtig gut, weil es halt alles von dir ist und es kommt nicht so wirklich an, dann ist schon so, ach, I wanna do something right, weißt du? Und es war eigentlich nur Mixing und Lautstärken. Es war eigentlich, Bro, ich habe das herausgefunden nach so 7 Jahren oder so, 8 Jahren und war so, Bro, it was in my face, so, warum war ich so naiv und ignorant dagegenüber, so, weil ich einfach so, glaube ich, ein bisschen emotionaler Mensch bin einfach. Aber krass, dann hast du dir dann darüber auch Mixen selber beigebracht. Safe. Weil du dann musstest quasi. Ja, genau. Weil es war so, ich mache was richtig, weil Leute mögen es, aber es fehlt was. Ja. Und ich dachte auch, es wäre immer was in der Komposition. Mhm. Aber es war nicht der Komposition, es war, wie das aus den Boxen rauskommt. Ja. Ja, ich habe meine Steuerberaterin neulich gesagt, so. Sie sagt so, ja, wie viel verlangst du für ein Beat? Ich sag so, gar nichts. Gar nichts? Da wird keine Rechnung geschrieben. Ich so, nee, sie muss unbedingt eine Rechnung geschrieben, auch wenn es nur 1 Cent ist. Du bist jetzt ein Kleingewerbe, so, du musst jetzt diese Rechnungen schreiben und so. Aber ich so, ich will kein Geld von meinen Freunden, die musst du aber nehmen. Du bist jetzt ein Kleingewerbe. Und dann sag ich, ach. Deswegen, eigentlich würde ich lieber gerne einfach gar kein Geld nehmen. Ja, du musst also, ja auch von irgendwas leben. Ja, ja, ja. But I also believe in get it for yourself, weißt du, was ich meine? Nicht so from other people, weißt du? Weil ich gönne, ja genau, so viele Beats, die jetzt Hit sind, habe ich keinen Cent davon verdient, but it's totally fine, because I know it made my relationship with that person a lot stronger, weißt du? Das ist so eine Sache auch, was ich finde, sollte mehr geben in the world, is like, du gibst was, ohne was zu erwarten. People should be more großzügig, einfach, finde ich. Das ist so der Endschluss, weißt du? Gib, ohne zu erwarten, so. Weil irgendwann kommt es auch zurück, natürlich, like, naturally, you know?